alle drin und Starterfolg, großer Preis der Sparkasse Dortmund 2019, über 1600 Meter. Dina zeigt an der Innenseite gleich mal den Weg mit Nika außen daneben. Diese beiden setzen sich nach vorne. Dahinter sieht man Lovelet. Aquarella geht mit. Außen erscheint das Senna bereits mit Brett Doyle. Und mit dabei auch Madita in vorderer Reihe. Hinter der Gruppe ist dann Viva Gloria auszumachen mit Emerita vor Folli de Luis, am Schluss Afsan. Und so geht es bereits ausgangs der Gegenseite zu. Hier hat Nika jetzt knapp die Spitze. Das Hanna auf dem zweiten Platz. Aquarella liegt innen daneben, ist drittes Pferd. Gefolgt von Dina in vierter Position. Madita außen, fünfte. Sechste Emerita vor Lovelet. Dann Viva Gloria, Folli de Luis und schließlich Afsan am Schluss. So sind die Pferde auf dem Weg langsam in die Entscheidung. Und vorne Nika. Nika mit Carlos Henrique, etwa anderthalb Längen. Dahinter das Sanna, jetzt in zweiter Position. Dahinter Aquarella innen, Platz 3, lässt sich schon anschieben, bleibt aber gut bei Laune. Madita ist dicht auf, außen zeigt sich Viva Gloria. Und innen kommt Emerita jetzt ins Rollen. Vorne immer noch Nika. Nika führt, das Sanna losgelassen von Brett Doyle. Hier kommt Madita mit Eddie Pedroza und die hat jetzt Dampf. Madita für das Team Whaler übernimmt jetzt die Spitze. Emerita, das Sanna setzen nach, innen bleibt Nika aktuell. Und außen noch Viva Gloria mit Momenten. Madita führt. Madita und innen Nika zieht wieder an. Nika kommt wieder, Nika, Nika an der Innenseite mit Madita außen daneben, Nika für Dr. Andreas Bolte mit Carlos Henrique, Nika gewinnt, Nika vor Madita und dann die Brümmerhoffarbe, das war Aquarella, noch in der dritten Position und dahinter dann erst Emerita und Folli de Luis vor einer enttäuschenden Dasana. Der vorläufige Richterspruch Dortmund-Wambel, achtes Rennen, großer Preis der Sparkasse Dortmund. Siegerin die 10, Nika. Auf dem zweiten Platz die 2, Madita. Dritte die 4, Aquarella. Vierte die 7, Emerita. Fünfte die 1, Folli de Luis. Vorläufig 10, 2, 4, 7, 1.